Es gibt da einen Ort, der ist so absurd, dass es ihn eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Ein Ort, an dem du im Casino eine Runde Blackjack zocken kannst, während dir der Kellner einen Teller frisch sortiertes Tigerfleisch serviert. Ein Ort, an dem das Militär Drogen in die Luft jagt und dafür extra diese Schilder bauen lässt, nur damit am Ende diese, sorry, peinliche Explosion dabei rumkommt. Ein Ort, an dem so ziemlich jedes Verbrechen begangen wird, was man sich vorstellen kann. Drogen- und Menschenhandel, Geldwäsche, Bestechung, Handel mit Wildtieren. Und diesen Ort, den finden wir hier. Mitten im Dschungel, an den Ufern des Flusses Mekong, wo sich Thailand, Laos und Myanmar treffen. Besser bekannt als das Goldene Dreieck. Das wohl absurdeste Dreiländereck der Welt. In der einen Ecke koksen sich chinesische Casinobosse mit Prostituierten die Birne zu. In der nächsten Ecke wird so viel Crystal Meth gekocht, dass man damit wahrscheinlich die gesamte östliche Hemisphäre ausnocken könnte. Und in der dritten Ecke, da posen ein paar fröhliche Backpacker vor goldenen Riesenbuddhas. Ja, Leute, im goldenen Dreieck jagt eine Absurdität die nächste. Und obwohl jede Ecke nochmal eine Welt für sich ist, in der Kombination wird dieses Dreieck gerade immer mehr zur absoluten Danger Zone. Vor allem für die Menschen, die dort leben. Für die heutige Folge von Atlas haben wir uns gefragt, ist das goldene Dreieck in Asien der kriminellste Ort der Welt? Ich heiße Tasnim Khadidi, freut mich, dass ihr am Start seid. Bevor es losgeht, Kanal abonnieren und Glocke drücken, dann verpasst ihr nie wieder freshen Atlas-Content. Aber jetzt ab ins goldene Dreieck. Wo es genau liegt, ist schwer zu sagen. Aber klar ist, das Gebiet ist einfach riesig. Flächenmäßig umfasst das Gebiet ungefähr 200.000 Quadratkilometer. Das ist eine Fläche ungefähr so groß wie Österreich, die Schweiz, Niederlande und Belgien zusammen. Ein ganz großer Teil davon ist einfach nur richtig dichter, bergiger Dschungel. Hier mittendurch schneiden die beiden Flüsse Mekong und Huang. Und dort, wo sich diese beiden Flüsse treffen, liegt das Zentrum vom Goldenen Dreieck. Ja, und ohne dass ihr es mitbekommen habt, habe ich euch damit direkt schon mal die erste Ladung Gründe geliefert, warum das Goldene Dreieck eine absolute Crime-Hochburg ist. Der dichte Dschungel, ein Fluss wie der Mekong, der durch halb Asien fließt und die Möglichkeit, super easy so ein bisschen Länderhopping zu betreiben, all das macht das Goldene Dreieck für Kriminelle zum absoluten Paradies. Und dieses Crime-Paradies schauen wir uns jetzt der Reihe nach an. Ich würde sagen, wir fangen mal in der entspanntesten Ecke an, bevor wir uns zum Schluss den absolut abgedrehtesten Landstrich reinziehen, der mir bisher bei einer Atlas-Recherche begegnet ist. Die Thailand-Ecke vom Goldenen Dreieck liegt hier, ganz oben im Nordwesten der Provinz Chiang Rai. Und sie ist ein absoluter Touri-Traum. Dort gibt's jede Menge Fotospots für nice Dreiländereck-Selfies. Denn wer kein Foto hat, war nie da, wissen wir ja. In mega fancy Hotels kannst du die wunderschöne Aussicht genießen und richtig cool wird's hier unten. Am Ufer des Mekong gibt es überdimensionale goldene Buddhas, jede Menge Tempel und buntes Geschnörkel. Einfach Thailand, Touri, Good Life. Ein Museum erinnert noch daran, woher das Goldene Dreieck eigentlich seinen Namen hat. Der Anbau von Opium, also dem Stoff, aus dem Heroin gemacht wird. Dafür war das Goldene Dreieck über lange Zeit eine echte Goldgrube. In den 1970ern wurde hier so viel Opium angebaut wie sonst nirgendwo auf der Welt. Aber ich sag mal so, nur weil es dazu schon ein Museum gibt, ist dieses Thema noch lange kein Ding der Vergangenheit. Die Sache mit den Drogen eskaliert nämlich gerade wieder komplett. Und das direkt nebenan in Myanmar. Also, lass uns mal weitergehen zur nächsten Ecke des Goldenen Dreiecks, denn in Myanmar ist das Crime-Level echt deutlich höher. Schaut euch das mal an. Hier explodieren gerade Drogen im Wert von etwa einer halben Milliarde Dollar. Opium, Heroin, Cannabis und richtig viel Methamphetamin, besser bekannt als Crystal Meth. Angezündet wurden diese Drogen vom Militärregime in Myanmar, das mit diesen Bildern sagen will, Schluss mit dem Scheiß. Nur, als diese Bilder 2023 veröffentlicht wurden, gab es zeitgleich noch ganz andere Meldungen. Und die haben ein eher gegensätzliches Bild vermittelt. In keinem anderen Land wird so viel Opium angebaut wie im Bürgerkriegsland Myanmar. Ja, 2023 hat Myanmar Afghanistan als weltweit größten Opiumproduzenten überholt. Hier haben wir ein Video dazu gemacht. Das Ding ist nur, Opium ist nicht mal Myanmars größtes Problem, denn inzwischen ist noch eine ganz andere, tödliche Droge auf dem Vormarsch.
Methamphetamin. Ja, man kann sogar sagen, Myanmar ist Asiens Number One Crystal Meth Fabrik. Und um diese Droge herzustellen, brauchst du nicht mal ein großes Feld oder gutes Wetter. Nichts davon. Die Herstellung solcher synthetischer Drogen ist mittlerweile wahnsinnig billig. Die Herstellung einer Methamphetaminpille kostet weit weniger als 1 Cent. Kurzer Einschub. Methamphetamin wird in kristalliner Form hergestellt, aber eben auch als Pillen. Auf Thai heißen diese Dinger Yaba, was so viel bedeutet wie crazy Medizin. Hier im Westen ist die Droge auch als Nazi-Speed bekannt. Naja, und dieses Nazi-Höllenzeugs wird in Myanmar in ganz großem Stil produziert und von dort in die Welt verschifft. Die thailändische Polizei fand erst kürzlich bei einer Kontrolle an der Grenze, haltet euch fest, 50 Millionen von diesen Pillen. 50 Millionen! Hergestellt wird das Zeug im Shan-Staat, so heißt die Provinz dort. Hier im Dschungel sprießen die Meth-Labore nur so aus dem Boden. Und das hat auch damit zu tun, dass das Militärregime im Shan-Staat nicht wirklich viel zu sagen hat. Dort herrschen verschiedene bewaffnete Gruppen, die teilweise Deals mit dem Militär haben. Im Shan-Staat hat es ihr nahestehende Warlords. Und die verdienen mit Drogen, Handel und anderen kriminellen Geschäften Geld. Und die Militärjunta verdient an allem irgendwie mit. Das heißt also, dieses ganze Drogenbusiness ist ziemlich eng verstrickt mit den politischen Strukturen des Landes und kann auch deswegen mehr oder weniger ungestört existieren. Und natürlich spielt auch das eine Rolle, was ich euch am Anfang erzählt habe. Der dichte Dschungel, die Flüsse, die schwachen Grenzen. All das macht diese riesige illegale Industrie überhaupt erst möglich. Okay, aber ist das jetzt der Grund, warum das goldene Dreieck als so mega kriminell gilt? Wegen der Meth-Fabrik Myanmar und 50 Millionen Nazi-Pillen? Nein, Leute. Denn die letzte Ecke vom goldenen Dreieck, die fehlt ja noch. Und da muss ich echt sagen, die sprengt jetzt nochmal alles. Hier in Laos, direkt gegenüber von der Turi-Meile in Thailand, liegt die Golden Triangle Special Economic Zone. Sozusagen das goldene Dreieck im goldenen Dreieck. Diese Zone ist sowas wie der düstere, kriminelle Kern der Region. Auch wenn es von weitem alles andere als düster aussieht. Ich meine, guckt euch allein diese Neon-Lightshows an. Mitten im Dschungel. Ja? Die Golden Triangle Special Economic Zone ist wirklich nicht zu übersehen. Diese Zone wurde deshalb auch schon als die auffälligste kriminelle Enklave der Welt bezeichnet. Am Fluss gibt es ganz viele Restaurants. Viele Thailänderinnen und Thailänder gehen da abends zum Abendessen und sie schauen auf eine glitzernde Stadt, die immer weiter wächst. Diese glitzernde Stadt, das Casino, das alles wirkt wie ein riesiges Touri-Paradies in Laos. Das Ding ist nur, du bist da eigentlich nicht mehr in Laos. Auf dem Papier zwar schon, aber die Realität sieht anders aus. Denn diese Casino-Stadt wurde nur für ganz bestimmte Touristen und Touristinnen gebaut. Für Chinesische. Und wirklich alles ist hier auf Chinesisch. Straßenschilder, Werbetafeln, das Menü im Restaurant. Die Leute sprechen Chinesisch, bezahlen mit chinesischem Geld und sogar die Uhren sind um 1 Stunde vorgestellt. Auf chinesische Zeit. Der Grund, warum das alles auf Chinesen und Chinesinnen ausgelegt ist: In China sind Casinos und Glücksspiel strengstens verboten. Seit rund 10 Jahren gibt es deshalb diese chinesische Casino-Stadt in Laos. Damals wurde diese Stadt mal eben aus dem Boden gestampft. Und zwar von ihm hier, dem Chinesen Zhao Wei. Er ist einer der Chefs der Kings Roman Group. Die Firma ist zwar in Hongkong registriert, ihr Reich liegt aber hier in Laos. Auf einer Fläche von 30 Quadratkilometern hat das Unternehmen ein chinesisches Touri-Paradies hingezimmert. Hotels, Shoppingcenter, Golfanlagen, ein Krankenhaus und dieses fettblinkende King's Roman Casino. Diese riesige Fläche hat Zhao Wei 2007 offiziell von der laotischen Regierung gepachtet. Und zwar auf entspannt, gleich mal für die nächsten 99 Jahre. Okay. Das alles ist ja erstmal halb so wild. Sogar vielleicht ganz nice für ein sehr armes Land wie Laos, wäre da nicht die kleine Tatsache, dass Zhao Wei ein absoluter Gangster-Tycoon ist. Zhao Wei wird mittlerweile eine Menge vorgeworfen. Drogen- und Menschenhandel, Bestechung, Geldwäsche, Handel mit Wildtieren. Deswegen steht er mittlerweile sogar auf der Sanktionsliste des US-Finanzministeriums. Er selbst bestreitet alle Vorwürfe. Diese Vorwürfe, die haben wir uns mal genauer angeguckt. Und ich kann euch jetzt schon sagen,
Sieht nicht gut aus für den Kollegen Wei. Fangen wir mal mit einem etwas tieferen Blick ins King's Roman Casino an, dem kriminellen Herzstück der Golden Triangle Zone. Ein Team des US-amerikanischen Thinktanks Crisis Group war erst letztes Jahr da und hat festgestellt, schon beim Thema Geldwäsche wird da gar nicht erst versucht, irgendwas zu verheimlichen. The levels of criminality were very clear. The lack of regulation was very clear. We saw millions of dollars being exchanged in cash for chips at the casino. You know, without any kind of documentation, a very clear money laundering operation. Aber gut, dass Casinos, Drogen und Geldwäsche irgendwie ein Match sind, ist jetzt kein großer Schocker. Nur Leute, das ist ja erst der Anfang. Denn auch wenn dieses Casino so monströs ist, die Millionen an Bargeld, die da legal und illegal über den Tisch geschoben werden, die sollen längst nicht die einzige Einnahmequelle von Zhao Wei und der King's Roman Group sein. Womit wir beim nächsten Vorwurf sind. Der Handel mit Wildtieren und anderen seltenen Arten. Und auch daraus macht hier eigentlich niemand einen Hehl. Auf den Märkten im Golden Triangle kannst du extrem bedrohte Tiere kaufen. Also einen chinesischen Riesensalamander zum Beispiel, ein Axolotl oder diese krass seltene Albino-Schildkröte mit roten Ohren. Mehrere NGOs und Medienhäuser wie die New York Times liefern seit Jahren Beweise dafür, dass in dem Casino-Komplex Tiger und Bären gezüchtet werden. Für den illegalen Export, klar, oder zum Verzehr. Soll wohl für die männliche Zeugungsfähigkeit gut sein. Ja, im Casino-Komplex kannst du dir einen Teller Tigerfleisch bestellen und dazu ein Gläschen Tigerwein kippen. Ein Getränk, für das die Knochen des Tigers, sogar die Genitalien, monatelang eingeweicht werden. Ja, und damit schnell weiter zum nächsten und vielleicht schwerwiegendsten Vorwurf, der gegen das Golden Triangle und seine chinesischen Besitzer erhoben wird. Menschenhandel. Und davon besonders betroffen sind Frauen. In dem Casino, eigentlich überall im Golden Triangle, arbeiten sehr, sehr viele Frauen. Den Eindruck kriegt man schon auf dem TikTok-Kanal des Golden Triangles. Da lächeln und winken in solchen Videos Frauen total authentisch in die Kamera. Und auch wenn Frauen dort auch freiwillig arbeiten, gibt es doch so manche Berichte, dass es auch anders laufen kann. Hunderte Frauen sollen dort gegen ihren Willen festgehalten, teilweise sogar in die Prostitution gezwungen worden sein. Die Behörden in Laos haben laut eigenen Angaben seit 2007, also seit der Gründung der Zone, insgesamt 1680 Menschen aus über 20 Ländern aus den Händen der chinesischen Bosse befreit. Darunter auch Männer. Wait, aus über 20 Ländern? Ja, denn von überall her kommen Menschen ins Golden Triangle, um dort zu arbeiten. Und das, obwohl diese ganzen Stories bekannt sind? Obwohl Frauen da Zwangsprostitution droht? Fürs Online-Casino wurden nämlich vor allem europäisch aussehende Frauen angeworben, weil die interessanter für die Kunden seien. Das meinte eine ehemalige Managerin des Casinos unserer Redaktion gegenüber. Die Ukrainerinnen selbst, deren Identität wir hier schützen wollen, die haben uns erzählt, dass sie sich eigentlich ziemlich safe gefühlt haben. Und das auch, weil sie vom Management des Casinos geschützt wurden. Eine dieser jungen Frauen hat uns sogar erzählt, wie sie ständig zu Partys von superreichen Chinesen eingeladen wurde, auch von der Familie von Oberboss Zhao Wei. Sie hat uns erzählt, wie auf diesen Partys die Prostituierten der Reihe nach aufgestellt wurden, damit sich die Männer dann ein Date für den Abend aussuchen können. Die Prostituierten im Golden Triangle waren laut einer anderen Quelle vor allem Frauen aus Thailand, Myanmar und aus Laos. Wir können das nicht im Detail verifizieren, aber was unsere Informantinnen sagen, deckt sich mit verschiedenen Berichten. Was man aber dazu sagen muss, das Golden Triangle in Laos ist nicht der einzige Ort im gesamten Goldenen Dreieck, an dem chinesische Verbrechergruppen auf shady Art und Weise Menschen ausbeuten und versklaven. Auch nebenan, in Myanmars Shan-Staat, gibt es immer mehr chinesische Casinos und sogenannte Scam-Center. Die Zahl der Scam-Center, der Online-Betrugsfabriken, die hat sich seit der Pandemie vervielfacht. In der Zeit haben viele Menschen ihre Arbeit verloren und sie wurden dann mit attraktiven Jobangeboten in diese Betrugsfabriken gelockt, teils unter falschen Versprechungen, teils werden sie dort wie Sklaven gehalten. Und sie bringen wiederum andere Menschen irgendwo auf der Welt um ihr Geld. Diese Scam-Center werden also in der gesamten Region immer mehr zum Problem, nicht nur in Laos. Aber auch dort mehren sich die Beweise, dass auch in der Special Economic Zone so einige dieser Betrugsfabriken am Laufen sind. Auch die Crisis Group hat das beobachtet. We found clear evidence of scam operations, industrial scale scam operations. And those operations are being run from buildings in the zone behind me.
we saw those, we identified buildings with bars on the windows and very heavy security, where local people told us trafficked individuals were being held against their will and forced to carry out these scams. Und wenn ihr euch jetzt die ganze Zeit, so wie ich, gefragt habt, warum macht denn eigentlich keiner was dagegen, weder Laos noch China, dann kann ich euch zwei Sachen dazu sagen. Die laotische Polizei, die darf in Zhao Weis Golden Triangle ohne Erlaubnis eigentlich gar nicht rein. Ist ja seine Privatstadt. Und China toleriert Zhao Weis kriminelles Imperium seit Jahren. In China sieht ihn auch eigentlich niemand so wirklich als kriminell. Erst jetzt, wo es immer mehr Scam-Center in der Region gibt, ist China so ein bisschen aufgeschreckt, weil von diesen Betrugsfabriken aus auch Menschen in China abgezockt werden. Und weil es dazu sogar einen großen Kinofilm in China gab. Seitdem versucht die Regierung, das Problem echt anzugehen. Immer häufiger arbeitet China jetzt mit der Polizei in Laos, aber auch in Myanmar zusammen, um diese Scam-Center zu bekämpfen. Hunderte von Menschen wurden bereits festgenommen und zurück nach China gebracht. Naja, aber trotz allem sieht es jetzt nicht so aus, als ob für Zhao Wei so ganz generell in absehbarer Zeit Schluss mit lustig ist. Nee, im absolut fucking Gegenteil. Denn erst im Februar 2024 eröffnete in der Nähe vom Golden Triangle ein brandneuer Flughafen, der extra für die Abwicklung von rund 2 Millionen chinesischen Touristen und Touristinnen pro Jahr gebaut wurde. Ein gemeinsames Projekt mit der laotischen Regierung. Und auch etwas flussaufwärts, ganz in der Nähe, entsteht gerade ein riesiges neues Hafenterminal, um nochmal ordentlich den Handel anzukurbeln. Auch hier hat die Kings Roman Group ihre Aktien drin. Und das alles bedeutet, der wohl kriminellste Ort der Welt droht schon sehr bald noch krimineller zu werden. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, dann verpasst ihr nämlich kein Video mehr von uns, wie zum Beispiel dieses Video von uns, in dem euch Pablo erklärt, warum die Sache mit den Scam-Hubs auch auf den Philippinen immer mehr zum Problem wird. Hier geht's zur ersten Folge von Funks neuem Challenge-Format mit Julia und Joy. Tschüss, bis zum nächsten Mal.